sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Servus und willkommen zurück zur zweiten Episode von Devil's Descent, der neuen Combat Mission Battle of Normandy Serie, die ja erst kürzlich gestartet ist. Und ich freue mich über jeden, der natürlich wieder mit reinschaut. Obwohl, tja, die Schlacht diesmal deutlich kleiner ist als in Studienka. Also wenn ihr das letzte Mal mit auf die Karte geschaut habt, dann wird man sich vielleicht wundern, was? So wenig Icons, so wenig los? Ja, so ist das. Jetzt weiß ich gerade nicht. Ach so, ich habe das letzte Mal gespeichert. Aha, aha, aha. Könnten wir uns den Zug nochmal anschauen? Machen wir nicht. Command Phase. Gut. Hier in dem Haus, da waren die Wachen. Man sieht es jetzt nicht mehr, aber der eine hat ja aufgegeben. Das heißt, wir kümmern uns erstmal nicht darum. Was ich mache, ist jetzt, dass ich Valdez und seine Squad, wo ist er denn, wo ist denn eigentlich der echte Valdez? Hier ist er. Man sieht es übrigens hier unten links, die Informationen über die einzelnen Einheiten. Valdez, dieses plus 2 daneben heißt, also das sind die Führungsqualitäten, die gehen von minus 1 bis plus 2. Plus 2 ist natürlich dann schon außergewöhnlich gut, also der ist wirklich ein sehr, sehr guter Führer. Darunter ist der, ja, ich sage jetzt mal der Ausbildungsstatus, beziehungsweise auch der Erfahrungs-, ist eine Mischung aus Erfahrung und Ausbildung. Also normal aus, gut ausgebildete Truppen sind Regular, mit Kampferfahrung sind sie dann Veteran und mehr Kampferfahrung, beziehungsweise noch besser Ausbildung können sie dann Elite oder Crack werden. Also Crack ist das Beste, was es gibt. Der Status Rested erklärt sich, glaube ich, von selbst. Die sind momentan ausgeruht. Die können natürlich dann auch müde werden, erschöpft und dergleichen mehr. Und unten der Status Okay ist quasi, ich sage jetzt mal, ihr ja, psychischer Zustand. Ob sie jetzt in Panik sind, wie sie drauf sind. Und auch hier gibt es Modifikatoren. Mal gucken, ob wir da einen sehen. Nee, sehen wir noch nicht. Kommen wir dazu. Aber man kann schon sehen, dass jetzt gerade die Squad, wir können ja mal durch alle durchklicken. Alles Cracks, oder? Ja. Kein Wunder, Fallschirmjäger hatten auch eine extrem gute Ausbildung. Die 82. Luftlandedivision im Übrigen war auch schon im Gegensatz zu 101. Auch in anderen Feldzügen beteiligt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie schon in Afrika waren, aber auf Sizilien auf alle Fälle waren sie schon im Einsatz. Das heißt, die Einheiten haben auch durchaus schon Kampfaktion gesehen, wobei die 508. Infanterie, Parachute Infantry Regiment tatsächlich noch keine Kampferfahrung hatte, aber natürlich durch kampferfahrene Soldaten auch verstärkt worden ist. So, wir machen jetzt weiter. Was wir jetzt machen ist, dass wir die jetzt erstmal hier in die Ecke ziehen. Ich weiß ja nicht, ob um die Ecke auch noch was auf uns lauert. Die kriegen jetzt noch einen Target-Arc, dass die nicht einfach das Feuer öffnen. Und dann werden wir die ich kann sie nicht direkt an die Ecke legen, doch hier. Und da gebe ich ihnen jetzt einen Target-Arc die Straße runter. Wenn dann durch jemand auftaucht, sollen die das Feuer natürlich sofort eröffnen. Und die Jungs sollen sich jetzt erstmal in nach vorne orientieren, falls von dort jemand auftaucht. Und die verteilen wir jetzt ein bisschen hier. Schön ist, man kann die Waypoints auch nachher anfassen. Übrigens, wenn ich jetzt mal mehrere Waypoints gebe, kann also jeden einzelnen dieser Waypoints im Prinzip im Nachhinein manipulieren. So, die haben wir vorhin nicht zurückgeschlossen. Was ich jetzt mache, das ist hier meine First Squad. Die sind mir jetzt noch zu dicht gestaffelt. Wer weiß, ob hier hinten nicht irgendwo noch ein Mörser steht oder ob die nicht irgendwo einen vorgeschobenen Beobachter der Artillerie haben. Was ich nicht glaube, aber das kann natürlich sein. Und dementsprechend möchte ich die ein bisschen verteilen. Die Maschinengewehrschützen, den lassen wir jetzt mal hier. Dem gebe ich ein Hide-Kommando, das heißt, der geht in Deckung. Und hier hinter diesem, vielleicht sieht man es ein bisschen, hier ist so ein Erdwall. Also wenn sie dahinter liegen, da kann ihnen jetzt eigentlich niemand was antun. Und die verteilen wir ein bisschen. Die sollen die Position hier einnehmen. Und den Target Arc, den richte ich jetzt natürlich auf das Haus, falls sich die Wache doch eines Besseren überlegt und doch wieder lieber nicht aufgibt. Genau, jetzt verschieben wir die erstmal darüber.
und den Einheitenführer, den Second Lieutenant Johnson, auch Craig. Den führe ich jetzt mal ran, dass der in der Nähe ist. Die Jungs von meinem HQ Support Team, also das HQ Support Team, ja, ist im Prinzip sowas wie der Stab. Unterstützungsteam, die zum Kompanie-Hauptquartier gehört, also im Prinzip zu mir. Die haben dann solche Aufgaben übernommen wie auch Meldegänge. Falls der führende Kommandant ausfällt, übernimmt im Prinzip, hier ist der XO, der Executive Officer, der übernimmt dann das Kommando. Dafür waren diese Einheiten da. So, legen wir mal los. Kommt auch gerade nur noch vereinzelt Feuer rein. Hat aber schon die MG42 da drüben plärren. Schauen wir uns mal die Position genau an. Also wir haben hier... K98. MG42. Der hat auch einen MG42, oder? Ja. Gut, also in dem Gebäude, das in dem Gebäude steckt im Prinzip, das müsste eine Squad sein, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Momentan würde ich denken, dass sich hier zwei Squads aufhalten. Wo zwei Squads sind, fehlt eine dritte sicherlich auch nicht. Das heißt, wir haben es hier mit einem feindlichen Infanteriezug zu tun. Wir haben hier auch schon einen Teil gehabt, also ein Zug Infanterie wird es bestimmt sein. Ich hoffe mal, dass die nicht große Unterstützung haben durch Maschinengewehre oder in dem Fall Off-Map-Artillerie wie 81mm Mörser. Schwerere Geschütze glaube ich nicht, denn eine einzelne Kompanie oder ein einzelner Zug, der hat eigentlich nicht wirklich volle Unterstützung durch größere Kaliber erhalten. Schauen wir, ob die davon beeindruckt sind. Hier unten, jetzt kann man es nur leicht sehen, diese leichten grünen Streifen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn ich mal ein bisschen erkläre zum Spiel. Das habe ich in Studenke gar nicht machen können. Incoming Fire Indicator, der ist jetzt leicht grün, das heißt, sie bekommen ein bisschen Feuer ab. Allerdings hinter dieser großen Hecke mit diesem riesen Wall, da werde ich nachher nochmal ein Bild raussuchen dazu, um euch mal zu zeigen, damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Also es ist kein Grafikfehler, dass die so wie Wände erscheinen, das ist Bocage. Und das zeige ich euch nachher, wie die aussieht. Was ich jetzt mache, ich lege nochmal einen neuen Target Arc zur Sicherheit. Denn sie würden diesen Target Arc, den sie jetzt hier haben, also in diese Richtung, beibehalten. Aber ich gebe lieber einer neuen Position einfach nochmal einen neuen Target Arc. Wäre, wie gesagt, aber nicht nötig. Die würden im Prinzip den alten beibehalten. Könnte nur sein, dass der alte, man sieht es ja oben an der Ecke, wenn der weiter rüber wandert, dass der vielleicht hier aus der Straße rausgeht. Die Straße nicht ganz abdeckt, deswegen zur Sicherheit hier das Überlappende. Und sobald die da liegen, mal 20 Sekunden, das ist mein Besucherteam. Da passe ich jetzt doch lieber auf, die bleiben lieber zurück. Denn die Besuchers habe ich erst vor einzusetzen, wenn ich wirklich auf gepanzerte Fahrzeuge stoße, die in dem Raum auch operiert haben. Das wissen wir, auch aus der Feindaufklärung, das wussten die Amerikaner damals auch schon, dass sich in dem Gebiet mindestens ein Zug Panzer befunden hat. Man ist von Panzer 4 und von Stuck 3 ausgegangen. Deswegen wurden auch an die später, also im Morgengrauen, als die Gleiter gelandet sind und Nachschub gebracht haben, haben die auch 37 und 57 mm Pax lufttransportfähig gebracht. So, und die halten auch einen Target Arc. Die haben sich schon verteilt. Ich möchte allerdings, dass die sich noch ein bisschen mehr verteilen. Beziehungsweise die bringen mir jetzt eigentlich mal hier in Deckung, dass gar nichts mehr passieren kann. Und dass die hier die Wache noch unter Kontrolle haben. Warum sehe ich denn jetzt Alt? Z. Ah genau, jetzt sind die Command-Links wieder an.
Also Alt-Z ist das Kommando, um die Command-Links zu sehen. Man sieht, die roten Linien sagt aus, dass sie im Prinzip unter Kommando stehen, beziehungsweise einen Kontakt haben zu ihrem übergeordneten Truppenteil, in dem Fall zu ihrem Second Lieutenant. Habe ich den Befehl jetzt nicht erteilt hier? Ich habe es vergessen. Na, Gott sei Dank ist nichts passiert. Hier ist alles ruhig. So, die Kontakte verblassen jetzt hinten auch schon wieder. Das heißt, ich habe momentan keinen Sichtkontakt. Was auch kein Wunder ist, denn die Jungs hier liegen in Sicherheit. Die Deutschen sind nicht mehr am Feuern. Die können eh nichts sehen. Gut. Ich brauche auf alle Fälle mein Maschinengewehr schützen. Brauche ich in der Straße, bevor ich mich weiter bewege. Der Zugführer kann auch nachrücken. Dann sollen die Position hier übernehmen. Die Straße nach oben sichern. Mein zweites Team kriegt jetzt einen größeren Target Arc. Sollen das Feuer schon öffnen auf Ziele, die weiter weg sind. Jetzt schaue ich doch gerade mal schnell auf meine Karte, wo hier in der Hecke, genau mit den gelben Strichen hier oben, habe ich ja markiert. Prüfen, ob man die Karte sehen kann. Ja. Wo hier Öffnungen sind. In der Bocage. Bis dahin werde ich jetzt vorrücken. Das heißt, irgendwo hier vorne ist die nächste Öffnung. Das ist übrigens ein bisschen das, ja. Ja, ich bin auch genervt von der Bocage. Erstens mal muss man ziemlich lange diese Durchgänge hier suchen. Und ich trage mir die lieber auf einer Karte ein, um die nicht ständig suchen zu müssen. Auf größeren Karten ist es vor allem wichtig. Aber, weil da kann ich dem Spiel nicht böse sein. Die Amerikaner waren in echt auch ziemlich genervt von Bocage. Denn es ist echt schwierigstes Gelände und vor allem hervorragend zu verteidigen. In dem Fall für die Deutschen. Die kriegen jetzt eine Pause. 30 Sekunden, na, das war zu lang. 30 Sekunden Pause auf die Taste P. Das heißt, die sollen erst losrücken, wenn die ungefähr auch in Position sind. Geben wir dir nochmal einen Target Arc, dass die natürlich auch das Feuer öffnen dürfen, wenn in diesem Bereich jemand auftaucht. Dasselbe gilt natürlich für das Maschinengewehr. Gut. Aber eigentlich gesagt, dass sie eher in der Straße sich postieren sollen. Es war ein bisschen schwierig in Combat Mission diese Action Spots so zu legen, dass sie dann auch genau dort liegen, wo ich sie haben will. Ja, ich muss euch unbedingt ein Bild von dieser Bocage zeigen. Das kann man ja nicht glauben. Man denkt, hey, das ist ein Grafikfehler, dass da diese riesen Wand ist. Hier drüben ist alles ruhig. Genau, also ich lasse jetzt die beiden Teams hier hinten zurück, die überwachen quasi den Vormarsch von diesem Team und sobald die vorne angekommen sind, lasse ich die nächsten nachrücken. Die haben nicht mehr lang. Das heißt, ich gebe denen, sagen wir mal, 20 Sekunden Pause. Was man auch machen kann, ist zwischendrin immer so kleine Stops einzurichten.
Das heißt, die werden sich erst wieder fortbewegen. Nehmen wir mal an, das ist eine größere Gruppe. Erst wenn alle wieder an diesem Punkt angekommen sind, werden sie auch zum nächsten vorrücken. Man kann jetzt hier an diesem Punkt zum Beispiel auch noch eine Pause setzen. 10 Sekunden pausieren, um ein bisschen Ruhe eingehen zu lassen, beziehungsweise die Leute erstmal auch ja, aufklären zu lassen. So kann man sich eigentlich im Prinzip ziemlich schöne Befehlssequenzen zusammenbasteln. Jetzt werden wir jetzt sehen. Hier noch 16 Sekunden Pause. Im Übrigen sieht man jetzt hier auch, wenn ich jetzt hier draufklicke, verschwinden jetzt die Einheiten hier vorne. Das liegt daran, ich spiele im Iron Mode, das ist der höchste Schwierigkeitsgrad. Und da wird im Prinzip auch angezeigt, was diese Einheiten gerade für eine Situational Awareness haben. Die müssten wir jetzt dann gleich wieder sehen. Bin ich mal gespannt. Das heißt, es wird auch nur Kontakte angezeigt, wo sie vermuten, dass jetzt eigene Truppen sind. Noch haben sie ihre eigenen Männer nicht entdeckt. Sollten sie aber langsam mal. Jetzt bin ich gespannt, wie lange das dauert. Sehr lange. Mag vielleicht liegen, dass die jetzt hier außerhalb dieses Radius liegen und die Aufmerksamkeit da drüben lenken, wobei natürlich, eigentlich müsste sie jetzt schon sehen. Was mit den Jungs? Ah, die können die sehen, okay. Die immer noch nicht. Seltsam, seltsam. Gut. Ich lasse die jetzt auf die Seite der Straße vorrücken, weil von hier aus sollen sie natürlich jetzt auch das Vorfeld hier beobachten können. Und wenn die vorne angekommen sind, dann bewegen wir das Maschinengewehrteam an die nächste Stelle. Und so arbeiten wir jetzt bis in die Flanke vor. Machen wir mal ein bisschen schneller. Macht übrigens überhaupt keinen Sinn, in Combat Mission Sachen überall anzugehen. Lieber auch erstmal Positionen aufklären. Denn irgendwie unerkannt in Feind reinrennen ist keine gute Option. Die sichern die Straße wieder ab. Ne, die nicht. Mit Maschinengewehr, die dürfen die Straße absichern. So. Und dann rutschen wir mit denen wieder vor. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich auch wirklich... Ja. Wo ist denn die nächste Lücke? Schauen wir mal ganz kurz auf meine Karte. Die nächste Lücke ist... Ah ja, quasi schon direkt gegenüber nach dieser Mauer. Seht, ich brauche sie also nicht mehr mühselig hier das abscannen, deswegen habe ich mir das in die Karte eingetragen. Hier ist die nächste Lücke, okay. Bis dahin werden wir dann auch vorrücken, beziehungsweise ein kleines Stückchen weniger weit vor. Ich möchte erstmal alle hier sammeln, bevor wir jetzt hier in den Bereich kommen, wo eventuell auch wieder Feind zu erwarten ist. Und wie gesagt, nicht wundern, dass ich mich jetzt hier so langsam vorwärts arbeite. Kann er mal ein bisschen vorspulen auch. Genießt man doch mal hier ein bisschen die wundervolle Grafik. Don't stop, keep going, man. Wir werden bestimmt im Laufe der Sessions auch noch hier so ein paar weitere Kommentare der Soldaten hören. Die sind übrigens auch alle nachträglich reingemoddet. Normalerweise sind die Jungs sehr, sehr ruhig. Bin jetzt direkt überrascht, dass ich das komplett ohne Feindentwicklung hier bis hierhin geschafft habe. So, quick. Übrigens, der Unterschied zwischen den einzelnen Kommandos ist, also bei Fast versuchen sie wirklich nur das Ziel zu erreichen. Da wird nicht groß nach links und nach rechts geguckt und wird auch zum großen Teil Feindfeuer ignoriert. Bei Quick kann es schon sein, wenn sie unter Feindfeuer geraten, dass sie dann doch mal ja auch stehen bleiben.
Move ist deutlich langsamer, ist eher so normales nach vorne gehen. Sie sind natürlich dadurch wesentlich effektiver bei der Aufklärung vom Feind, können schneller gegnerische Bewegungen erkennen. Man kommt aber dementsprechend auch nur langsam vorwärts. Slow ist kriechen und bei Hand, zur Hand kommen wir später noch. Da hören sie im Prinzip Bewegung auf, sobald sie Feind entdecken. Aber gerade eben geht es uns jetzt hier um Schnelligkeit. Target wieder größer. Nee, nicht ganz so groß. Nach vorne gerichtet. So. Wenn ich jetzt komplett vergessen habe, ist Lieutenant. Wer ist er denn? Ich versuche mir jetzt mal die Namen ein bisschen einzuprägen, denn in der Kampagne Lieutenant Johnson. Lieutenant Johnson habe ich jetzt total vergessen. Denn der kommandiert die Jungs ja. Ah ne, der kommandiert das Third Platoon. Man sieht jetzt sehr schön, dass hier der Lieutenant, der Captain Evans, auch nicht genau weiß, wo sich seine Männer befinden. Er weiß nicht genau, ob seine Männer noch hier vorne sind. Dass sie bereits hier vorne sind, ist ihm noch nicht durchgegeben worden. Das wird auch ziemlich schwer möglich, denn die haben hier keinen Funkkontakt. Deswegen wird sich die Position so schnell nicht ändern. Aber ich kann ihn zumindest mal bis hierher fortbewegen. Wir haben jetzt hier keinen Feind. Das heißt, dann sieht er sie zumindest. Oh. Reinforcements have arrived. Elms C Company, 1st Battalion 508. Elms C Company, 1st 508. Was haben wir da bekommen? Wir haben eine Mörser-Sektion bekommen. Wir haben das zweite Squad des dritten Platoons bekommen. Aber man sieht jetzt schon, also übrigens auch die heller leuchten, die sind quasi organisch denen zugeordnet. Das heißt, hier haben wir das First Squad, Second Squad, Third Platoon und hier den Platoon. Ah, da drüben ist noch mehr. Ein Besucherteam. Das Besucherteam, was mir jetzt einfällt, ich speichere mal lieber ab. Mir hat es das Spiel ja vorhin mal zerlegt. Aus irgendeinem Grund. Das Besucherteam, hier unten links in dem Einheitenfenster sieht man auch immer, wem die zugeordnet sind. Also der nächsthöhere Befehlshaber ist gleich die C-Company. Also das ist in dem Fall hier mein Captain Evans. Jetzt kann ich mal den hier anklicken. Bei dem sieht man, der nächste Punkt ist Second Platoon, also der gehört zum zweiten Platoon dazu. Die nächsthöhere Stufe ist das C-Company, das heißt, die Second Platoon gehört zur C-Company und die C-Company wiederum gehört zum ersten Bataillon, also 1508, das erste Bataillon, 508, das Parachute Infantry Regiment. Ich hasse dieses Wort, Parachute. Und so kann man sich immer im Prinzip zusammenhangeln und sehen, zu wem die Einheiten auch gehören. Der rote Punkt vorne sagt aus, also hier Second Squad gehört zum Second Platoon, also die zweite Gruppe des zweiten Zugs. Der rote Punkt sagt aus, dass sie keinen Funkkontakt oder anderweitigen Kontakt zum Second Platoon haben, dementsprechend auch nicht zur C-Kompanie. Warum der hier vorne grün ist, warum sie zum ersten Bataillon Kontakt haben, kann ich nicht sagen. Ach so, ja, weil die C-Kompanie hat Kontakt zum ersten Bataillon. Aber dadurch, dass die Jungs keinen Kontakt haben zu ihren jeweiligen, jetzt ist mir das Programm abgeschmiert. Ich weiß nicht, was das ist. Wie lange haben wir jetzt schon aufgenommen? Da setzen wir dann neu an. Ist ja eigenartig. Irgendwas stimmt hier nicht mit den... Gott sei Dank habe ich abgespeichert. Seit dem letzten Teil von Studenka stürzt mir Comet Mission immer wieder mal ab. Muss ich oft genug speichern. Vielleicht habe ich irgendeine Mod installiert, die nicht ganz kompatibel ist. Das rauszufinden wird allerdings sehr, sehr schwer. So. Es gab einen kleinen Aussetzer, aber ich bin wieder da. Gut, das ändert die Situation natürlich doch maßgeblich. Jetzt haben wir hier Second Platoon, der gehört zu denen da drüber. Die werde ich natürlich jetzt erstmal dann auch rüber bewegen. Die Frage ist über das offene Feld.
Oder bewege ich die hier zurück? Ist da eine Öffnung in dem? Da ist eine Öffnung drin. Trotzdem. Die kann auch zum Second Platoon. Ah, die kann auch zum Second Platoon. Okay. Na gut, dann bleiben die jetzt einfach da drüben. Dann nehmen wir doch die Deutschen hier komplett in die Zange. Und zwar bewegen wir die jetzt auf alle Fälle erstmal hier raus in Deckung. Gibt es hier in der Bocage irgendwelche Lücken? Nee, 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 nee. Im Übrigen kann man in diese Hecken auch sich Zugänge sprengen. Man sieht es hier mit diesen Demo-Charges. Allerdings habe ich das natürlich jetzt erstmal noch nicht vor, denn ich habe 6 Missionen vor mir. Ich habe, kann keine... Ah, die bewegen wir jetzt auf alle Fälle erstmal in Sicherheit. Ich bekomme keinen Munitionsnachschub, ich bekomme keinerlei Verstärkungen, insofern, dass mir Verwundete irgendwie wieder ausgeglichen werden. Ah, ich möchte die eigentlich nicht bis offene Feld da bewegen. Wie groß ist denn die Entfernung darüber? 138 Meter. Das gefällt mir nicht. Aber auf alle Fälle, die muss ich darüber bewegen, das geht am schnellsten. Ich split die auf. Split Teams. Das Maschinengewehr-Team soll den Sektor beobachten. Das Team soll ebenfalls den Sektor beobachten. Falls sich da doch jetzt Deutsche da das Feuer öffnen, geben die auf alle Fälle schon mal ein bisschen Deckungsfeuer. Und nach 30 Sekunden sollen die auch rübergehen. Neuen Target Arc. Die dürfen ruhig das Feuer öffnen. Ich mache es jetzt trotzdem so. Ich ziehe meinen den Second Lieutenant Ford hier ab. Und die anderen Jungs sind Profis, die wissen, was sie zu tun haben. Ich möchte nicht meinen Einheitsführer verlieren und genauso gut mache ich das hier mit meinem Mörsertrupp. Besucherteam. Das bewegen wir mal dahin, wo er hingehört. Zum Captain Evans. Und ich habe hier noch Second Squad. Wer gehört noch zur Second Squad? Genau, hier drüben. Third Platoon, Second Squad, Third Platoon. Ich denke mal, dass ich die auch über die Flanke führen werde, weil von hier aus ist quasi meine Firebase. Ich kann höchstens das Maschinengewehr noch zurücklassen an der Ecke. Nee. Die splitten wir auch auf. Split Teams. Bewegen die ebenfalls hier hoch. Das kann ich jetzt guten Gewissens einfach auf die Schnelle machen. Denn die Position haben wir ja schon aufgeklärt. Und die bekommen das alle noch. Na. Einen Target Arc, dass sie nicht selbstständig das Feuer auf zu große Entfernung öffnen. Machen wir mal 60 Meter. Und der hier gehört auch zum Third Platoon. Der bleibt auf alle Fälle bei seinem Einheitenführer zurück. Den bewegen wir dahin. Target Arc. Dass die auf keine Dummheiten kommen. Munition sparen steht im Vordergrund. Und Hide. So, den Einzug machen wir noch. Dann hoffen wir mal, dass wir hier nicht unter Feuer geraten.
Fire when ready, genau. Ja, also die Schüsse haben auf alle Fälle hier die restlichen Fallschirmjäger noch mit angelockt. Übrigens, dass die hier die Shoulder Patch der 82. Infanteriedivision haben, ist auch einer Mod zu verdanken. Im Originalspiel wäre es einfach eine generische Uniform. Kann man sich im Prinzip zu allen Einheiten, gibt es irgendwelche Mods, die ich mir dann wirklich reinmodden könnte und sagen könnte, hier kämpft die so und so viel, die 4. Infanteriedivision, hauen wir uns mal den Shoulder Patch drauf. Jetzt in dem Fall war es recht simpel zu erledigen, es gab die 82. Ich bin jetzt da nicht so verbissen, dass ich zu jedem Spiel, das ich habe, da wäre ich früher wahnsinnig geworden bei den ganzen E-Mail-Partien, die ich am Laufen gehabt hätte. Ja, jetzt machen wir wieder umschalten aufs Spiel. Gott sei Dank ist nicht viel passiert, sonst wären die Beschwerden zu Recht wieder groß. Hier ist auch nicht groß weiter was passiert. Aber ich würde sagen, es könnte langsam spannend werden. Und falls ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit unserem Faltomega-Zug, dann schaut auch nächste Folge wieder rein, es würde mich freuen. Und wünsche euch bis dahin gute taktische, operative und auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, ciao, servus.